Motorradfahren macht Spaß. Ich das macht im Frühjahr und im Sommer natürlich großen Spaß. Immer wieder geil. Das ist, glaube ich, immer so der Gedanke bei Finn, dass er so ein freiheitsliebender Mensch ist, so eine Unabhängigkeit. Und Motorradfahren hat ja was mit so einer Freiheitsliebe zu tun. Ich finde, das erzählt auch was für die Figur vom Sven. Also genau das eben halt, dass irgendwie so ein Buddy on the Road, irgendwie man hat das Gefühl, dass er irgendwie ein bisschen kantiger wird. Digga, geiles Teil. Finger weg, ist kein Spielzeug. Ich fahre natürlich jetzt Auto, schön bequem zum Tatort vor. Ja, und ab und zu liefern wir uns auch ein Wettrennen, das erzählt auch ein bisschen was zwischen uns. So. Also sich das immer so ein bisschen foppen und ja, ein bisschen ja. Piesacken. Na, Larsi, schon wieder Zweiter? Vielleicht solltest du dir auch so ein Bike anschaffen. Oh nein, danke schön. Nee, ich bin nicht der begeisterte Motorradfahrer. Könnten wir jetzt ein bisschen langsamer fahren? Naja, du bist eigentlich eher so ein Sicherheitsdenker. Du bist immer abgesichert sein. Also, anschnallen. Na dann. Das brauchen wir aber auch für unsere Chemie. Ich meine, wenn zwei Kommissare oder zwei Ermittler gleich ticken würden, dann hätte das keine Reibungsflächen. Das würde den Zuschauer mit Sicherheit auch dann irgendwann mal langweilen. Ich meine, das sieht man ja jetzt schon. Er hat einen rosa Schal, ich habe einen schwarzen. Ja, ich habe, ja.